Fridays for Future ist ja eine diverse Bewegung und wir sind eine Generation ohne Grenzen in unserem Kopf. Wir sind eine tolerante Generation und wir sind eine diverse Bewegung. Und deswegen müssen wir auch Diversität zeigen. Denn wir kennen keinen Rassismus, oder? Der nächste Redebeitrag wird von BPOC, Climate Justice Kollektiv, sein. Und deswegen begrüßt mit mir Ime und Abeni und deren Kinder. Nochmal einen fetteren Applaus! Und for everyone who is not speaking German, so for all the English speakers, they will talk. When we are, they will meet you backstage and then you can hear the speech in English. Aber jetzt viel Spaß mit der Rede auf Deutsch. Hallo, schön, dass ihr und wir alle da sind. Wir sind hier mit dem Black Kids Blog. Wir sind hier, weil der globale Norden uns und unseren Familien die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft klaut. Für uns heißt diese Veranstaltung nicht Fridays for Future. Für uns heißt diese Veranstaltung Fridays for Past, Present and Future. Die Klimakrise ist nicht nur ein Thema der Zukunft. Sie ist schon lange Realität von Ökosystemen und Menschen im globalen Süden. In der Gegenwart sind es Zerstörungen durch Zyklone in Mosambik und Simbabwe, anhaltende Waldbrände im Amazonas und den viel größeren Feuern in Angola, über die kaum gesprochen wird. Schon seit mehreren Jahrhunderten geht Versklavung und Kolonialismus mit Zerstörung der Umwelt und dem Raubbau an Ressourcen einher. Antikoloniale Kämpfe sind seit langer Zeit Kämpfe, die Umweltschutz bedeuten. Zahlreiche indigene, schwarze und of-color-Communities kämpfen für Landrechte, gegen großflächige Entwaldung und gegen den Raubbau an Ressourcen, insbesondere fossilen Brennstoffen. Antikoloniale Kämpfe sind Umweltschutzkämpfe. Es heißt oft, die Klimabewegung sei weiß und privilegiert. Wir sagen, es ist ein Privileg, sich nicht mit der Klimakrise auseinandersetzen zu müssen. Es sind vor allem Menschen im globalen Süden, die gegen Umwelt- und Klimazerstörung kämpfen. Ken Saro Wiwa, ermordet 1995 in Nigeria. Berta Cáceres, ermordet 2016 in Honduras. Sombat Sompone, in Laos entführt und verschwunden seit Dezember 2012. Die Liste derer, die namenlos bleiben, ist scheinbar endlos. Allein 2018 gab es mehr als 200 dokumentierte Morde an Umweltaktivistinnen. Was war das? Das heißt, letztes Jahr allein wurden durchschnittlich 4 Umweltaktivistinnen pro Woche ermordet. Fast alle davon im globalen Süden. Für die Klimakrise sind nur wenige Menschen verantwortlich. Vor allem Menschen hier im globalen Norden haben von diesen Treibhausgasemissionen profitiert. Den Großteil der ökologischen und sozialen Kosten für diese Emissionen tragen aber Länder des globalen Südens. Liebe Menschen mit Familien im globalen Süden, auch unser ökologischer Fußabdruck ist ein kolonialer, im Nacken unserer Familien. Januar, Februar, dann haben wir hier in Deutschland unser jährliches Treibhausgasbudget aufgebraucht. Ab März leben wir auf Kosten von Ökosystemen und Menschen im globalen Süden. Hier sehen wir koloniale Kontinuitäten. Wir brauchen eine intersektionale Klimabewegung und Klimapolitik, welcher dekoloniale, queer-feministische und ökologische Perspektiven innewohnen.
Wir sind alle dafür verantwortlich, diese mitzutragen. Deshalb fordern wir das Ende dieser ausbeuterischen Lebensweise auf Kosten von Ökosystemen und Menschen im globalen Süden. Wir fordern die Anerkennung der Verantwortung für die historischen Treibhausgasemissionen und ihre Folgen. Wir fordern die Anerkennung von Klimawandel als Fluchtgrund. Wir fordern Solidarität mit Umweltaktivisten im globalen Süden. Wir fordern die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen und Ländern des globalen Südens in allen klimapolitischen Gremien und Prozessen. Wir fordern eine Politik, die alle marginalisierten Menschen beteiligt und mitdenkt. Das sind unter anderem schwarze Menschen, Menschen of Color, Menschen ohne Aufenthaltsstatus, queere, trans, inter, non-binary positionierte Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen, junge und alte Menschen, und diese Liste geht immer weiter. Um der Klimakrise für uns alle etwas entgegenzusetzen, müssen wir alle Unterdrückungsformen gleichzeitig denken. Wir sagen deshalb: Black Kids Block! Klimakrise stopp! Klimakrise stopp! Black Kids Block! Klimakrise stopp! Black Kids Block! Klimakrise stopp! Und wir sagen auch: We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. Und zuletzt sagen wir: Climate justice matters for black lives now. Climate justice matters for black lives now. Danke.